willkommen zu einer neuen Folge von Continuum Gaming, dieses Mal auf Deutsch, wie ihr schon hören könnt. Und heute möchte ich euch wieder drei verschiedene Spiele zeigen. Das wird dieses Mal sein Line Puzzle Pipe Art, Offroad Master und Euro Oil Tanker Transporter Truck Simulator und bestimmt noch 700 andere Sachen dahinter, 3D. Wie immer habe ich hier so ein bisschen meinen kleinen Aufbau mit dabei. Dazu gehört natürlich die Arc Maus, das ist diese Bluetooth-fähige Maus, die ich hier habe. Außerdem mit dabei das Foldable Keyboard, das könnt ihr hier sehen. Natürlich ganz klar, wie immer, mit dabei das Lumia 950 XL mit eben Windows 10 Mobile drauf. Und natürlich ist das Ding hier einfach mit einem USB-C-Anschluss unten ausgestattet und eben Continuum-fähig. Und dadurch können wir jetzt verschiedene Spiele und so weiter und so fort durch diesen Anschluss, mehr oder minder durch das Kabel, zu dem Display-Dock bringen. Das Display-Dock leitet es einfach nur um, ist praktisch ein Konverter zwischen USB-C zu eben jetzt HDMI in diesem Fall und noch ein paar andere Sachen, die dann übertragen werden. Und im Endeffekt kommt eben dann diese Desktop-artige Umgebung hier dabei raus, die ich eben mit der Maus, wie ihr sehen könnt, also die Maus, die ich jetzt hier in der Hand hatte, die ich euch gezeigt habe, eben steuern kann. Natürlich gilt genau das Gleiche auch für die Tastatur, das Foldable-Keyboard, das ich hier habe. Und theoretisch auch zum Beispiel für den Xbox One als Wireless-Controller, den habe ich hier hinten, Moment. Das ist dieser kleine Kandidat hier. Auch der könnte das hier tun, da gibt es aber nicht so viele Spiele für die das unterstützen. Wie viele werden es sein? Ich würde so sagen, vielleicht jedes sechste oder sowas, keine Ahnung, in der Größenordnung unterstützt den Xbox One als Wireless-Controller, so durchschnittlich. Wie gesagt, heute ist keins dabei, das ich euch damit zeigen möchte oder kann. Dementsprechend spielen wir heute eben mit Tastatur und Maus. Und wer noch ein bisschen mehr dazu wissen will, schaut einfach mal da oben in die Ecke rein. Da gibt es noch ein paar weitere Informationen zum ganzen Themengebiet, wo ich noch ein paar andere Videos habe, wo ich das genauer beleuchte. Und dann würde ich sagen, lange Rede, kurzer Sinn, starten wir los mit dem ersten Game. Das erste Game heißt Line Puzzle Pipe Art. Dazu gehe ich mit meiner Maus hier auf meine alle Apps-Liste da unten hin. Und jetzt einfach hier oben eingeben. In dem Fall jetzt, wie gesagt, Line Puzzle Pipe Art. Und was wir hier im Prinzip machen ist, wir verbinden Rohre miteinander. Und diese Rohre müssen auf eine Art verbunden werden, dass sie sich nicht übereinander kreuzen müssen. Und das ist eigentlich das ganze Spiel auch schon. Hier seht ihr schon, ihr habt hier eine relativ übersichtliche Menüführung. Ihr könnt einfach hier auf Play drücken, geht's los. Jetzt guckt man noch kurz in die Einstellungen rein, da kann man eigentlich nur Audio und Musik eben ausschalten, also so Soundeffekte und so ein Kram und eben die Musik im Hintergrund. Das war's auch schon. Theoretisch kann es mal zu Pop-Up-Apps kommen. Ich hatte, glaube ich, noch keine bis jetzt. Und man kann hier noch, ich glaube, die Werbung, was kann man da kaufen? Solche Coins, was das genau soll, keine Ahnung. Dementsprechend spielen wir einfach mal. Ich zeige euch mal, wie das Ganze aussieht. Und hier seht ihr schon, ihr könnt praktisch Regular und Regular 2 auf alle Fälle einfach so spielen. Für den Kram müsst ihr dann eben diese Punkte hier einsammeln. Die könnt ihr entweder kaufen, wie wir es gerade gesehen haben, oder ihr erwerbt sie einfach. Könnt ihr hier sehen, über diesen Bereich, wie ihr für richtig haltet, was ihr machen möchtet, ist eigentlich euch überlassen. Wie ihr hier aber schon sehen könnt, es gibt einen Haufen Levels zu spielen. Also 150 allein in dieser Free Selection. Danach kommen nochmal weitere. Dementsprechend würde ich sagen, muss man nicht unbedingt direkt damit loslegen, außer es gefällt einem wirklich super, super doll. Es gibt hier noch viele, viele weitere. Also ich kann hier noch runterscrollen, wie ihr seht. Also wenn euch das Spiel gefällt, ihr habt eine Menge Spielspaß damit. Hier seht ihr jetzt schon, wo wir hier praktisch sind. Ich bin jetzt bei Level 4 schon angekommen. Ihr kriegt dafür immer Sternebewertungen, die ihr eben zusetzen könnt oder auch nicht. Und ihr seht schon, das hier ist jetzt nur die erste Seite. Hier unten geht es noch weiter mit den restlichen. Kann man hier schön sehen. Und jetzt würde ich einfach mal mit euch Level 5 spielen, weil warum nicht? Die sind alle sehr ähnlich am Anfang, auch nicht super schwierig. Einfach um euch zu zeigen, was hier dahinter steht. Ihr habt hier praktisch immer diese roten, also rot und rot und violett und magenta und grau. Und ihr müsst jetzt einen Weg finden, all diese Rohre oder diese Löcher praktisch mit Rohren zu verbinden, die sich eben nicht überschneiden. Und das ist das Wichtige dabei, wie das hier funktioniert. Jetzt schauen wir einfach mal, wie man das am besten macht. Ich fange mal hier an, einfach draufdrücken und dann einfach die Maus festhalten, runterziehen und eben eine Verbindung setzen. Jetzt seht ihr, wir haben hier ein Rohr gezogen. Jetzt gehen wir hier einfach mal außen rum
und verbinden die hier. Und jeder Schritt, also jedes Mal, wenn ihr loslasst, mehr oder minder, ist das ein Move. Ihr habt nur eine bestimmte Anzahl an Moves übrig, um eben dann bestimmte Sternewertungen zu erhalten. Ich glaube, man fliegt nicht raus oder sowas. Es geht nur darum, dass ihr dann die Sterne eben nicht bekommt für das Level, was ihr spielt. Und dann eben klar, hier diese Verbindungsart geht natürlich auch. Und wir können natürlich hier auch nochmal eine Verbindung machen. Manchmal, ich hatte dann so ein- und zweimal, dann macht das nicht sofort, dann drückt einfach ein bisschen länger auf den ersten Bereich drauf, dass es losgeht. Ich glaube, da ist so ein Sicherheitsmerkmal drin, damit man nicht zu schnell die Moves halt weghaut. Dementsprechend, das war's jetzt, wir haben es geschafft, haben hier diese 3 Sterne auch für dieses Level bekommen und können hier unten drauf gehen. Und ihr seht schon, es werden dann immer mehr und immer andere Anordnungen von verschiedenen Farben und Farbgebungen, die man hier hat. Und teilweise kann man eben dann nicht mehr so ganz einfach diese Kombinationen treffen. Das müsst ihr einfach mal durchspielen und mal gucken, wie das bei euch funktioniert. Hatschu. Ja, gehe ich mal hier drauf. Hier, wie ihr sehen könnt, war das jetzt schon ein Move, weil es verbockt hat, mehr oder minder. Also ich habe hier nicht lange genug drauf gedrückt und dann hat er das hier nicht korrekt gesetzt. Ich mache mal einen Restart, damit ich eine Chance habe, hier auch auf den besten Wert zu kommen. So, okay. Also lange drücken, dann erst loslegen und dann passiert eigentlich auch nichts. Wie gesagt, wenn ihr zu schnell seid, kann es mal passieren, dass ihr das irgendwie nicht mitbekommt, dass ihr das gedrückt habt und dann müsst ihr eben noch machen. Ja, und das ist auch schon das ganze Spiel. Also ihr sucht einfach jetzt verschiedene Möglichkeiten, hier durchzukommen. Hier ist so ein kleiner Pop-Up-Werbeblocker, wie auch immer. Nichts Schlimmes, könnt ihr einfach wegklicken oder halt ja, draufklicken, wenn ihr natürlich was machen wollt. Und wie ihr seht, haben wir hier ein kleines Geschenk bekommen. Scheinbar 4 Coins haben wir erhalten, weil wir so gut gespielt haben. Also umso mehr von diesen Sternebewertungen ihr bekommt, umso mehr von diesen Geschenkwertungen gibt das auch. Und hier seht ihr jetzt 0%, weil wir gerade eins bekommen haben. Aber theoretisch läuft das eben hoch und ihr bekommt dadurch dann mehr Prozente. Ja, und das ist eigentlich auch schon alles, was es dazu sehen gibt. Jetzt könnt ihr einfach weiterspielen und eben verschiedene Puzzle-Möglichkeiten auswählen, durchgehen. Und probiert es doch einfach gerne mal aus. Ich finde, es ist ein ganz nettes Spiel. Besonders so für zwischendurch einfach mal, um was zu spielen oder so, ist es gar nicht so übel. Und es ist weder super schwer, noch ist es irgendwie, ja, dass ihr unheimlich viel Aufmerksamkeit draufsetzen müsst oder sowas. Einfach so ein bisschen Zeit zum Totschlagen haben. Dann könnt ihr das Spiel hier ruhig mal spielen. Ich finde es ganz nett gemacht. Gut, dann würde ich sagen, schauen wir uns das nächste Spiel an. Das nächste Spiel heißt Offroad Master. Gehe ich hier unten wieder auf meine alle Apps-Liste. Und auch hier gebe ich wieder kurz ein. Das reicht auch schon. Das hört sich nach was extrem Coolem und Großem und keine Ahnung was an. Ist aber ein relativ kleines Spiel eigentlich. Also ich zeige euch das Ganze mal, was dahinter steht. Ihr könnt hier das Ding Raid noch nicht. Das bockt ihn nicht und hier könnt ihr theoretisch auf Close gehen, das ist auch irrelevant, also damit ihr nicht die Analytics halt reinschmeißt. Irrelevant insofern, dass das Spiel nicht runtergeht. Ich würde euch empfehlen, dass ihr praktisch die Analytics ausschaltet, weil ich bin kein Freund davon. Zumindest nicht auf die Art, dass da Cookies gesetzt werden, sonst müssten sie euch darüber nämlich auch gar nicht aufklären. Also dementsprechend, das was hier passiert, sind Cookiesetzer. Wenn ihr es vermeiden könnt, wählt es nicht aus, meine persönliche Empfehlung dazu. Ja, und was hier jetzt dahinter steht, ist so eine Art, das kennt man so diese Hill, diese Uphill-Geschichten, wo ihr praktisch so mit dem Motorrad oder so dann solche Sachen durchspielen müsst und praktisch über Berge und so fahren müsst. Das Lustige ist, die haben sich sehr, sehr zurückgehalten, was die Grafik angeht. Also das ist praktisch wie ein, ja, als hätte ein Kind irgendwie Autos gemalt oder sowas. Irgendwie hat es einen gewissen Charme dadurch, finde ich. Also es ist jetzt nicht schlecht oder sowas. Und ich gehe da jetzt einfach mal drauf. Und dann hier unten auf den nächsten Pfeil. Hier seht ihr, ich habe mein Auto mittlerweile schon geupgradet, so hoch es ging. Ihr könnt dann weitermachen und andere Fahrzeuge zum Beispiel noch bekommen. Müsst dafür aber natürlich auch genug Coins haben. Hier oben seht ihr, ich habe 4000 irgendwas. Ich müsste also noch ein bisschen spielen, um zum Beispiel dieses Motorrad hier freizuschalten. Oder eben das Auto, was ich jetzt schon abgegradet habe. Am Anfang habt ihr immer für 250 von diesen Coins habt ihr praktisch pro Update da und das Upgrade macht euer Fahrzeug ein bisschen schneller, ein bisschen langanhaltender, wie auch immer. Eine nette Geschichte, was die hier machen, ist praktisch dieser Ölkanister oder besser gesagt, wie viel Benzin ihr zur Verfügung habt. Das ist relativ nett und macht das Spiel echt gar nicht so leicht. Wichtig dabei ist einfach zu wissen, dass wenn ihr praktisch Gas gebt und zwar oder Gas geben und Bremse drücken, ist gerade egal.
Das verbraucht alles Öl. Oder besser gesagt eben dieses Benzin. Und auf die Art ist es dann schon ziemlich schwierig, weil ihr wirklich Probleme haben werdet, bis zum Ende durchzukommen mit dem Öl, was ihr zur Verfügung habt. Zwischendurch sammelt ihr immer einzelne Kanister wieder ein, aber selbst das ist manchmal so, dass ihr vorher schon drauf geht, mehr oder minder, bevor ihr eben angekommen seid an dem Zeitpunkt oder zu dem Zeitpunkt. Schön an der Geschichte ist Folgendes, auch wenn da teilweise mal Game Over steht, seid ihr nicht Game Over. Also wenn ihr zum Beispiel jetzt kein Öl oder Benzin mehr habt, dann kann das schon auf Null runtergelaufen sein. Ihr habt aber noch Schwung, um zum Beispiel einen Ölkanister einzusammeln. Dann ist alles in Ordnung, dann könnt ihr weiterspielen. Also nicht davon verwirren lassen, dass da Game Over teilweise mal kurz steht. Das macht noch nichts aus. Erst dann, wenn ihr praktisch respawnt oder wirklich halt lange Game Over dasteht, dann ist irgendwas los, dann habt ihr wahrscheinlich verloren. Ich drehe mich ganz kurz um. Wir spielen das auch nicht ewig, weil das relativ schwierig auch ist. Also es ist wirklich nicht leicht, da gut hinzukommen. Ich spiele das mit der Tastatur. Ihr könnt das theoretisch auch mit der Maus spielen. Tastatur heißt nichts anderes, als ihr nehmt jetzt einfach eure Pfeiltasten vor und zurück. Vor natürlich Gas geben, zurück bremsen und dann probiert einfach mal aus, was rauskommt. Und ganz wichtig, ihr solltet nicht dauernd Gas geben. Also das könnt ihr voll vergessen, weil dann geht euer Benzin sofort kaputt oder eben wird sofort aufgebraucht, braucht ihr gar nicht weiterspielen. Ihr müsst mehr oder minder immer gucken, dass ihr zum richtigen Zeitpunkt Gas gebt und dass das wirklich auch Sinn macht, was ihr da gerade tut. Ich drücke da jetzt mal drauf. Und jetzt habe ich einfach jetzt schon wieder aufgehört zu drücken. Ja, haben das Benzin bekommen. Und jetzt habt ihr gesehen, seid ihr wieder voll aufgefüllt. Ihr dürft theoretisch sogar umfallen. Manchmal fällt man um und steht wieder auf. Das ist relativ egal bei dem Spiel. Hier geht es wirklich darum, dass ihr noch Benzin habt. Und in einigen Situationen werdet ihr auch mal dann an Stellen kommen, wo es nicht weitergeht. Hier seht ihr jetzt zum Beispiel so ein Game-Over-Ding. Das Auto fährt trotzdem weiter. Ihr könnt jetzt auch auf Gas gehen. Ganz langsam ist es jetzt. Wenn ihr zum Beispiel irgendwo in so einem Berggebiet oder sowas seid, dann bringt euch das gar nichts mehr. Aber er fährt weiter. Es ist super langsam und jetzt sind wir so langsam, dass es dann nicht mehr reicht. Also selbst wenn ich jetzt Gas gebe, jetzt wäre es vorbei, jetzt können wir nicht weiterspielen. Obwohl wir schon beinahe beim Finish sind, also das hier sind jetzt die Coins, die ihr einsammelt, die kriegt ihr da oben auch. Übrigens, selbst wenn ihr verliert oder so, kriegt ihr die Coins zugeschrieben. Also ist kein Problem, ihr könnt es so häufig spielen, wie ihr wollt und dadurch dann Coins sammeln, um eben aufzuleveln und so weiter und so fort. Ich gehe jetzt einfach nochmal hier auf Refresh, das ist einfach der Button, hiermit würdet ihr hier hochleveln. Das geht, wie gesagt, bei meinem Auto jetzt nicht mehr. Sobald ihr hier jetzt wieder praktisch auf zurück oder auf weiter geht, seid ihr wieder da, wird wieder gerespawnt und ihr könnt wieder loslegen. Es gibt mehrere verschiedene Levels bei dem Game. Es ist jetzt nicht so, dass es immer die gleichen hier sind, sondern also nur, wenn ihr natürlich drauf geht, dann seid ihr natürlich nicht weiter. Macht ja Sinn. So. Und jetzt seht ihr so einen Fall, wenn ihr jetzt zurückfahrt und dann wieder nach vorne, ja, verloren haben wir praktisch. Nicht, weil wir jetzt auf dem Kopf liegen, das ist dem egal, sondern dadurch, dass jetzt praktisch wir uns nicht mehr aufrichten können, werden wir irgendwann halt unser ganzes Benzin verbraucht haben, dadurch funktioniert es wieder nicht. Ich spiele jetzt einfach nochmal. Okay. Passt gut auf, wie ihr hier über den Berg kommt und so weiter, also ihr könnt da auch blöd landen. Schlimmste, was euch praktisch passieren kann, ist, wie gesagt, dass euch das Benzin ausgeht. Das ist super schwierig am Anfang, wenn ihr mal so weit jetzt hochgelevelt habt wie ich, dann passiert euch eher sowas hier, dass ihr zum Beispiel in so einer Kuhle hängen bleibt, nicht mehr weiterkommt, ihr habt einen rückwärtigen Antrieb und Benzin wieder alle. Also dementsprechend, ihr müsst jetzt wirklich genau gucken, wann ihr Gas gebt, wann ihr nicht Gas gebt und so weiter, um hier praktisch sinnvoll durch den, sagen wir mal, Parcours zu kommen. Ihr könnt natürlich steuern, indem ihr vor und zurück eben drückt, wie das Fahrzeug sich dann eben ausrichtet. Okay, hier war es jetzt alles ganz in Ordnung. Jetzt sind wir wahrscheinlich viel zu langsam, um hier durchzukommen. Wir probieren es trotzdem. Ja, hat gut funktioniert. Okay, klasse. Und jetzt weiß ich halt nicht, ob wir weit genug vorankommen werden. Ich drücke einfach mal Gas. Wir müssen bis zu so einer, ja, so einer Fahne praktisch kommen. Da ist sie. Und das werden wir jetzt wahrscheinlich nicht mehr hinkriegen. Na, weiß nicht. Nee, oder? Ah, doch,
seht ihr? Ja, nicht ganz, aber hätte beinahe geklappt. Doch, nee, Moment, es hat geklappt. Das ist schon das zweite Level. Ihr habt gesehen, obwohl da die ganze Zeit Game Over stand und wir halt kein Benzin mehr hatten, war es trotzdem eben praktisch für ihn Game Over, obwohl es Quatsch ist und er hat uns dann weitergelassen. Also dementsprechend versucht es einfach mal. Nach und nach, ihr werdet später in so einer Wüste zum Beispiel auftauchen und so weiter und so fort. Und dementsprechend probiert es mal aus. Wenn ihr solche Spiele mögt, das hier ist ein echt herausfordernder Kandidat. Wie ich schon mal gesagt habe, wenn ihr schon zum Beispiel schon einen Schwung habt, dann hört auf. Ja, komm, noch drüber und da unten ist das nächste Ding. Geschafft, wieder aufgefüllt. Theoretisch könnten wir es jetzt wieder schaffen, aber ich bin mir relativ sicher, in dem Fall schaffen wir es jetzt nicht, weil wir nicht über diese Holzdinger drüber kommen, wenn wir nicht ein bisschen Schwung haben. Aber wie gesagt, probiert es einfach gerne mal aus. Wenn ihr solche Spiele mögt, ist das kein schlechter Kandidat, weil es echt herausfordernd ist und ihr sehr vorsichtig einfach auch sein müsst. Es geht nicht darum, jetzt durchdrücken und dann fliegt ihr über alle Hindernisse hinweg oder sowas, sondern es geht wirklich darum, versucht hier möglichst viel von dem Benzin aufrecht zu erhalten oder zu behalten, damit es halt alles klappen kann, was ihr hier habt. Gar nicht so schlecht und wie gesagt, am Anfang, ihr werdet am Anfang praktisch nicht mal das erste Level wirklich durchkriegen, außer ihr updatet irgendwann. Und mit dem Update wird es dann immer leichter, bis ihr dann, wie gesagt, irgendwann sogar in die Wüste und so kommt und da auch wieder ein paar Levels durchspielen könnt und so weiter und so fort. Es gibt dann viele, viele Sachen. Und natürlich, wenn ihr lange genug gespart habt, dann zum Beispiel auch das Motorrad kaufen könnt, wie ihr hier schon sehen könnt. Wichtig, beim Motorrad sind es 500 Tacken, die ihr zu zahlen habt pro Update. Ja, dann probiert es doch einfach mal. Ich finde es ganz nett gemacht, auch wenn, wie gesagt, die Grafik sehr, 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 sehr simpel ist. Irgendwie macht Spaß und war herausfordernd und deswegen, ich empfehle es euch trotzdem, probiert es einfach mal aus. Ich fand es ganz nett. So, wer aber natürlich ein bisschen mehr Grafik haben möchte, sowas 3D-iges zum Beispiel, der sollte vielleicht mal das letzte Spiel in unserer Episode hier anschauen. Das ist Oil Tanker Transporter Truck Simulator 3D. Diese Spiele tendieren dazu, unheimlich lange Namen zu haben. Ist aber genau das, was praktisch auch dran steht. Ihr werdet einen Truck fahren, bei dem ihr praktisch so Benzin hinten dran habt. Und wäre cool, wenn man das beim ersten oder beim zweiten Spiel jetzt auch hätte. Aber wie auch immer, auf alle Fälle habt ihr Benzin hinten dran und müsst eben jetzt verschiedene Levels durchspielen und da dann diesen Truck praktisch nachsimulieren, was man damit macht und so weiter. Es ist schön gemacht. Ich finde es auch sehr interessant, wie die Steuerung sich verhält. Und ich frage mich wirklich, ob es so ähnlich bei einem echten LKW auch ist, wie zum Beispiel, wie wenig die Bremsen überhaupt ausmachen bei diesem LKW. Die haben unheimlich langen Bremsweg im Vergleich zum normalen Auto oder sowas, was Sinn macht irgendwo. Ist ja viel, viel mehr Masse, die dahinter steckt. Aber wirklich sehr interessant, das mal auszuprobieren. Deswegen probieren wir das jetzt einfach mal. Ich zeige euch, wie das Ganze aussieht. Auch hier wieder auf die alle Apps-Liste gehen. Hier oben ist das schon der Euro Oil Tanker Transporter Truck Simulator 3D. Wie gesagt, ewig langer Name, aber egal. Klicke ich mal drauf. Und würde mich auch wieder umdrehen und dann zeige ich euch mal, wie das Ganze ist. Worum es jetzt hier wirklich geht, ist, ihr kriegt so kleine Missionen mit eurem LKW, den ihr praktisch steuern müsst. Und hier seht ihr, wie das Ganze später aussehen wird. Das ist so der 3D-Effekt, den ihr auch zu erwarten habt. Also es ist jetzt nicht die geilste Grafik auf der Welt, aber es ist gar nicht so übel. Drehe mich dafür mal um. Und wie ihr jetzt schon sehen könnt, hier steht jetzt Tap to Continue. Es gibt hier jetzt zwei Modis, in denen ihr spielen könnt. Das ist einmal mit Touch-Control, die sind standardmäßig eingestellt, und dann eben die Keyboard-Kontrollen. Wenn ihr über Continuum Gaming, oder über Continuum besser gesagt, jetzt spielen wollt, dann machen die Keyboard-Kontrollen Sinn, die anderen nicht. Komme ich leider dazu, was es jeweils heißt. Dann haben wir hier noch die Sound-Off- und auch On-Geschichte klar, und morgen könnt ihr noch andere Spiele angucken und dann eben rausgehen oder spielen. Wir gehen einfach mal rein. Und ich zeige euch, wie das Ganze aussieht. Ihr seht, ihr habt hier verschiedene Missionen jetzt. Da kommen noch ein paar mehr. Also ich glaube 30 sind es insgesamt. Wenn man hier die Punkte anschaut zumindest. Und dann einfach hier drauf gehen. Und jetzt, die ist sehr einfach und ja easy, wie sie auch schon sagen. Wir sollen praktisch unseren Truck dahin fahren, wo der Öltanker steht. Und den im Prinzip mitnehmen. Machen wir doch einfach mal. Steuerung erfolgt über eine Tastatur am besten. Finde ich. Also ihr könnt, wie gesagt, auch über die Touch-Controllen spielen, wenn ihr es auf dem Handy spielen wollt alleine.
Ja. Sie hat euch jetzt das auch schon wieder gesagt, diese kleine Avatarfrau, die da immer kommt. Wie gesagt, ihr müsst eben euren Truck jetzt dahin bringen. Da oben seht ihr praktisch euren, der Pfeil zeigt euch an, wohin ihr müsst. Da seht ihr auch ein paar andere Autos, die außenrum noch fahren. Und dann werdet ihr einfach einmal noch gefragt, wie ihr denn fahren wollt. Da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Ich würde Tilt nicht nehmen. Das macht wegen Continuum, weil ihr euer Handy ja irgendwo hinlegt und meistens keinen Sinn. Dementsprechend das oder das, sucht euch aus, es ist egal, weil ihr sowieso das, die Keyboard-Kontrollen verwenden werdet. Und das Einzige, was ihr jetzt machen müsst, ist einmal euren Motor starten. Drückt ihr hier einmal drauf. Und jetzt einfach über die Pfeiltasten oder über WASD praktisch euren Truck hier steuern. Wie gesagt, funktioniert ziemlich gut, finde ich. Und jetzt einfach gucken, wo denn dieser, dieser Öltanker praktisch liegt. Da oben habt ihr den Pfeil, folgt dem einfach, so gut es halt geht. Also natürlich, ihr müsst aufpassen, weil natürlich die Straßen hier teilweise befahren sind, wenig. Also fahren jetzt nicht ewig viele LKWs oder andere Autos rum. Zumindest in den ersten Levels ist das noch nicht so. Und hier seht ihr jetzt schon, wie ihr euren Truck praktisch positionieren müsst, um jetzt den Tanker mitnehmen zu können. Und war jetzt falsch rum. Hier seht ihr schon, wir müssen den praktisch ungefähr in diese Position bringen. Wir sind auch fair. Also ich habe schon Spiele gehabt, da musstet ihr wirklich dann so einen halben Zentimeter genau oder so das Teil getroffen haben. So ist es nicht. Ihr müsst nur relativ genau reinkommen und natürlich auch richtig rumstehen, wäre auch gut. Also das hier wird vermutlich reichen. Ja. Ein bisschen vor. Jetzt seht ihr hier dieses P für Parken, gehe ich mal davon aus. Und damit haben wir das Level gecleared. Ultra miese Auflösung, aber egal. Verstehen kann man es trotzdem. So. Ja, und was sie gerade gesagt hat, also wir müssen praktisch jetzt diesen Öl oder dieses Benzin hier zu der Tankstelle bringen. Kann man hier auch auf Skip drücken, dann nochmal auswählen, welche Art von Steuerung ihr wollt. Und dann können wir auch schon losfahren. Und wie gesagt, es ist ziemlich interessant für mich jetzt zum Beispiel. Ich bin ein normaler Autofahrer. Aber das Ding reagiert sehr, sehr schlecht. Habt ihr gesehen, wie langsam wir waren und wie lange es gebraucht hat, bis der wirklich zum Stehen gekommen ist zum Beispiel, was die Bremse angeht. Und auch, was für eine Beschleunigung der braucht und so. Es fühlt sich sehr so an, als wäre es wirklich ein Tanker, der jetzt hier rumfährt. Und hat wirklich so dieses Feeling, das relativ nah, glaube ich, an dem echten Tankergefühl wäre. Also von so einem LKW hier. Und jetzt fahren wir einfach mal hier hin. Auch hier wieder frühzeitig bremsen. Schaut, wie lange wir brauchen. Jetzt hat er erst angehalten. Macht aber Sinn. Und jetzt eben langsam hier in dem Bereich fahren, auch hier wieder einfach diesen grünen Bereich, der aussieht wie euer LKW, ungefähr treffen, wenn ihr es getroffen habt, einigermaßen da seid und dann ein bisschen, also diesen Ablauf da einmal warten könnt, ist alles gut. Und jetzt sollen wir praktisch zu der nächsten Tankstelle fahren, um da auch wieder unser Zeug abzugeben. Auch hier, ihr könnt skippen. Das da, aus irgendwelchen Gründen, sie liest euch das schnell vor, aber dann das Aufführen da, dass es aufgeschrieben wird, dauert eine Weile. Warum das auch immer so ist. Übrigens, wenn ihr hier mal so ein paar Sachen noch ausprobieren wollt, kein Problem. Ihr könnt hupen. So ein bisschen hat man es wahrscheinlich im Hintergrund jetzt gehört. Ich habe gerade geredet, aber hier, da war's. Dann habt ihr die Möglichkeit, ein Foto zu machen und noch ein paar andere Sachen hier. Scheibenwischer und Lichter an und so ein Kram. Also ihr werdet auch bei Nacht später mal fahren und so weiter, braucht ihr dann auch die Lichter. Dementsprechend einfach nett gemacht, wie das so ist und wie man hier so fährt. Ihr seht auch, Ampeln und so sind euch relativ egal, zumindest im Moment. Einzig was ein bisschen lustig ist, euch halten solche Straßenlaternen und sowas extrem auf. Also wenn ihr da vorfahrt, da ist nichts. Auch selbst wenn ihr sehr, sehr schnell seid oder so, da ist jetzt nicht wirklich was mit, weiß ich nicht, ist das da drin? Oder dahinter? Moment, wir gucken mal kurz. Wahrscheinlich muss ich da jetzt über dieses Ding fahren, dann hier. Mal gucken. Ah, da. Okay. Also ein bisschen versteckt, müssen wir jetzt einfach finden dann. Und dann hier einmal noch um den Wolkenkratzer herum. Da müssen wir hin. Und jetzt auch hier wieder. Ihr müsst jetzt schon anfangen zu bremsen.
hochstehen. So, um da wirklich hinzukommen und ungefähr stehen zu bleiben. Und auch lustig, ich hatte schon, dass zum Beispiel der hintere Teil umgefallen ist. Auch das, wenn ihr sehr schnell in die Kurven geht und so, ist das ganz normal. Und dementsprechend, ich finde es ganz nett gemacht und sehr interessant, das mal gefahren zu haben einfach. Und wie ihr hier seht, wir haben jetzt genug vom Benzin hier weitergegeben und können jetzt praktisch mit unserem Tag hier aufhören, also auf Engine Start drücken, dann parken wir jetzt einfach. Der schickt uns jetzt zu irgendeinem Parkplatz hin, dann haben wir für heute unsere Schuldigkeit getan. Und dann kommen wir eben ins nächste größere Level, wie auch immer man das sehen möchte. Das sind ja so Unterlevels, die wir jetzt gerade gemacht haben, oder so Untergeschichten. Und so ist das Spiel. Ich finde es, wie gesagt, irgendwie nett gemacht. Ist natürlich ein Simulator, also ihr habt jetzt hier nichts mit Schießen oder so, in die Richtung geht das hier nicht. Aber irgendwie ist es nett gemacht, dass man das mal spielen kann, mal ausprobieren kann, wie das auszusehen hat. Da sollen wir parken, so wie es aussieht. Stopp. Habt ihr gesehen, wie lange das gedauert hat? Auch hier wieder. Super, super lange. Ich finde die Kameraführung und so eigentlich übrigens auch relativ nett. Ich wollte gar nicht reinfahren. Und hier seht ihr jetzt, wie sich auch so der LKW mal rückwärts und so benimmt. Das ist alles ziemlich, ziemlich nervig eigentlich sogar. Und auch hier, das ist ein relativ typischer... Nicht umfallen, danke. So, gerade nochmal so hingekriegt. Ihr müsst dann so ein bisschen gegensteuern. Also ihr könnt umfallen. Zum Glück sind wir relativ kulant. Ich würde sagen, dass es in der Realität schon früher umfallen würde. Aber zum Glück ist das noch einigermaßen freundlich. Jetzt Vorsicht und ungefähr an die richtige Stelle parken. Im realen Straßenverkehr würdet ihr so ein Hubkonzert mit so einer Aktion hier verursachen. Also versucht es möglichst gut zu machen auch. Ja, Level geklärt. Damit wären wir jetzt im nächsten. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal raus. Ich habe euch schon so ein bisschen gezeigt, wie das Ganze funktioniert. Und so ist das Spiel aufgebaut. Ich finde es nett gemacht. Wie gesagt, vom Feeling her, so wie ich mir auch einen LKW vorstellen würde, das kann jetzt natürlich ein echter LKW-Fahrer wahrscheinlich mit viel... Jetzt habe ich gerade auf den Lock-Button gedrückt, egal. Das kann jetzt ein echter LKW-Fahrer natürlich hier wahrscheinlich nur belächeln, was ich dazu zu sagen habe. Aber ich finde es ganz nett. Probiert es einfach gerne mal aus. Ich gehe mal hier wieder aus diesem Lock-Modus raus. Ich habe hier auf der Tastatur gibt's so verschiedene Sachen. Und eins davon ist eben dieser Lock-Modus, den man hier einsetzen kann. Dann wird eben der Monitor gelockt, beziehungsweise das Handy gelockt. Das ist natürlich nicht Sinn der Sache in dem Fall. Aber ja, ich würde sagen, probiert das Spiel einfach gerne mal aus. Wer so auf Simulation und LKWs und so einen Kram abfährt, ein bisschen rumfahren möchte, der ist hier genau richtig. Schönes Game, läuft auch super schön und flüssig auf dem Smartphone hier. Probiert es gerne mal aus. Ich empfehle es euch wärmstens. Und dann würde ich sagen, sind wir auch heute fertig mit dieser Episode. Ich hoffe, ihr hattet wieder ein bisschen Spaß. Wenn euch die Episode gefallen hat, Thumbs up da lassen. Wenn ihr irgendwelche Kommentare habt, runter ab in die Kommentarsection unten drunter. Und natürlich, solltet ihr noch nicht subscribed haben, dann tut es doch bitte, ist unten der Button. Das hilft dem Kanal und natürlich kriegt ihr dann einfach die Info, wann ich neue Sachen hochlade, um eben dann auch wieder reinzugucken und nichts zu verpassen. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Episode wieder. Und dann habt eine schöne Woche, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Bye. Bye.